begrüße euch ganz herzlich zum heutigen Video. Ich zeige euch heute einen weiteren 3-Ball-Trick. Ihr müsst dazu natürlich mit 3 Bällen jonglieren können. Wenn ihr das Ganze noch nicht könnt, würde ich es euch links oben verlinken. Und wenn man den ganzen Trick kann, dann sieht das wie folgt aus. Und wie funktioniert der ganze Trick? Man muss erst mit 3 Bällen jonglieren und dann einen Ball in der Mitte hochwerfen. Das ist so der Anfang, den man machen muss. Also mit 3 Bällen jonglieren und einen Ball, wie immer, als Rechtshänder würde ich erstmal empfehlen, mit der rechten Hand anzufangen, als Linkshänder mit der linken. Also einen Ball mal einfach in die Luft und mit der gleichen Hand vielleicht wieder fangen. Und dann, wenn man den Ball, sagen wir mal aus der rechten Hand, jetzt in der Mitte in die Luft gemacht hat, wirft man den anderen Ball aus der rechten Hand außen drüber und dann den Ball in der linken Hand nochmal außen drüber. Und das Ganze nacheinander. Das heißt hoch, außen, außen. Hoch, außen, außen. Ich zeige das Ganze jetzt nochmal in Zeitlupe. Ich hoffe, euch hat der Trick gefallen. Wenn ja, gebt dem Video doch eine positive Bewertung. Dann sehen wir uns am Mittwoch um 16 Uhr wieder. Bis dahin, ciao.